Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal. Ich bin Sunny und heute machen wir den Wochenabschluss Nummer 3. Ich weiß, die nächste Woche ist schon fast um und ich hänge hinterher. Aber die Woche ist jetzt auch gar nicht so spannend gewesen, denn ich hatte sehr wenig Ausgaben. Und ich würde sagen, dann fangen wir doch gerade einmal an. Genau. Die einzigen Ausgaben, die ich nämlich hatte, waren wieder bei Essen. Und das war es auch diese Woche. Das habe ich schon aufgeschrieben gehabt. Und mehr habe ich die Woche nicht ausgegeben. Und dementsprechend, wir können das ja auch gar nicht nachzählen. Ich habe es hier schon eingetragen, aber in dem Essen-Ordner ist ja auch gar nichts mehr drin. Da ich ja schon lange im Minus bin. Genau, und deswegen können wir das einfach ganz schnell einmal machen, dass wir hier die Kategorien ausfüllen. Ich hatte insgesamt ausgegeben 10,95 Franken plus 23,20 Franken. Das waren 34,15 Franken. Und das macht ein Minus von minus 77,70 Franken. Und bei dem Rest hatte ich keine Ausgaben. Deswegen kann ich das da einfach alles, kann ich da einfach einen Strich machen und das dann so übertragen. Und da waren wir ja auch im Minus. So. Und das war es auch schon für meine variablen Kosten. Ich meine, da ich nur dort eine Ausgabe hatte, kann ich gar nicht mehr präsentieren. Genau. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt zu den Spar-Challenges. Und dann haben wir den schon abgeschlossen. Denn hier ist ja nicht viel mehr drin zu machen. So. Die Monats-Challenge. Das ist ja meine 10.000-Schritte-Challenge. Da hatte ich die Woche etwas fleißiger gelaufen. Zumindest bin ich mal auf etwas mehr gekommen, auf 4,70 Franken. Und hatte sogar einmal die 10.000 Schritte geschafft. Da bin ich sehr froh drüber. Genau, und die 4,70 Franken werde ich einmal dann einzahlen. 7,50 Franken plus 4,70 Franken. Das macht 12,20. Das heißt, wir brauchen 5. Zehn. 12. Und dann noch 20 Rappen. So, sehr gut. Dann kann ich das hier noch mit eintragen. Genau. Ich sage jetzt einfach mal wieder Ende der Woche, obwohl ja eigentlich heute schon der 23. ist, aber wir tun einfach so. Wir versuchen das hier so korrekt wie möglich hinzupacken, also hinzuschreiben. Aber das ist doch gut, da haben wir in 3 Wochen schon 12 Franken gespart durch diese Challenge. Das ist doch schon mal ein, ja, das ist schon mal etwas. Ein guter Start, würde ich behaupten. Dann haben wir die 52-Wochen-Challenge. Da kann ich mal schauen. Da nehme ich dann wieder unseren Number Generator. Und zwar wollen wir von 1 bis 52 generate 20. Das ist doch in Ordnung. 20 hatten wir nämlich noch nicht gehabt. Von daher ist das möglich.
So. Und dann nehme ich hier mir aus meinem Back-to-Bank-Umschlag 20 Franken. Schreibe das hier auch auf. Dann sagen wir ja wieder der, was hat mir gesagt, muss das gewesen sein, der 13. glaube ich. Nicht der 13. Der 20. 20.11.2022 plus, ah nein, das ist ja der, das ist der Back-to-Bank-Umschlag minus 20. Das heißt, 220 sind noch im Back-to-Bank-Umschlag. Und hier wollte ich 20.11.2022 plus 20 macht 61 Franken. Die wir schon in unserer 52-Wochen-Challenge haben. Das ist auch nicht schlecht. Also da sammelt sich schon einiges zusammen. Dann die Geldwäsche-Challenge. Da hatte ich die Woche sehr viel gewaschen. Ich hatte 1, 2, 3, 4, 5 Maschinen angemacht. Wir hatten ja die letzte Woche ja nur 2 gehabt und jetzt hat sich diese Woche etwas mehr angesammelt. Dann nehme ich hier mir 5 Franken und dann kann ich die da reinpacken. Mein Freund hatte noch eine Maschine gewaschen mit seiner Arbeitswäsche. Die zähle ich aber nicht, weil die hat er ja gewaschen und ich möchte hier wirklich nur das hinschreiben, was ich gewaschen habe. Deswegen, ja, habe ich nur 5, das macht 4, 5, 9. Da sind auch 9 Franken drin. Das ist wunderbar. Gut, und dann kommen wir noch zum Money Street. Da nehmen wir hier wieder unseren Würfelersatz. Generieren uns eine 4. 1, 2, 3, 4. Spare 5 Franken. Also 5 Euro steht drauf, aber wir nehmen ja das als Franken. Und dann schaue ich mal, ob ich hier ein bisschen Kleingeld loswerden kann. Wir haben hier... Ach, das kriege ich auch so hin. Das war am 20.11.2022 plus 5. Das macht 18. Tja, wäre jetzt gut gewesen, wenn es noch 2 mehr wären, weil das kriege ich nicht kleiner. Ich habe aber noch 5 Franken, also von daher lasse ich es einfach so, wie es jetzt war. Und dann, ah ja, das haben wir hier schon reingetragen. Und dann sind das hier 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18 Franken. Wunderbar, die kommt rein. Genau, ich hatte nochmal geschaut wegen den 10-Franken-Schein und hatte auch nochmal meinen Freund gefragt, ob er vielleicht, erst bei einer anderen Bank, ob er vielleicht 10 Franken rauslassen kann. Ich habe aber keinen Bankautomaten gefunden, wo man das kann und ich glaube, ich müsste mir die direkt vom Schalter holen. Deswegen habe ich immer noch keine. Ja, ich schaue mal. Wenn ich das nächste Mal irgendwas bar bezahle und einen 10-Franken-Schein habe, werde ich ihn auf jeden Fall versuchen aufzuheben. Denn sonst, wie hier, habe ich einfach super viel Kleingeld da drin. Und das braucht es ja nicht unbedingt. Ja, und das war schon alles für diesen Monat, wollte ich schon fast sagen. Für diese Woche. Die Woche war jetzt nicht besonders spannend. Aber ja, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Und ich hoffe, das nächste Video kommt dann auch mal pünktlich am Montag. Gut, auf Wiedersehen und tschüss! Thank you.
Bye.